So, das ist jetzt zwar nicht ganz voll, aber das ist egal, ich will töten. Ich meine, weiterspielen. Oh, hier haben wir gleich noch so ein Altar. Okay, ich hätte vor dem Pausedrücken vielleicht einfach mal kurz hier hingucken sollen. Da hätte ich ein paar von den Symbolen verbraten können. Anstatt 15 Minuten jetzt im Forum rumzulesen. Aber na gut, hinterher ist man immer schlauer. Ah. Ja, dem Ding gehörte dann wohl so eine Hand am Anfang. Komischer Riesenaffe mit Piercings an den Brustwarzen. Und er hört sich an wie Bruce Lee. Also wenn er getroffen wird. Oh. Au. Und er haut auch zu wie Bruce Lee. Hält gut was aus. Also der Ritter hat ja mit Äxten bekämpft. Vielleicht brauchen wir da jetzt auch eine. Aber wir haben keine ordentliche. Unsere ist ja noch. Also Hiebwaffe ist das hier. 1d12 Schaden. Ja, nicht wirklich schlechter als unser Schwert, aber wir haben halt 5 Punkte auf Schwert und 0 auf Hiebwaffen. Wie hast du dann noch? Du bist fast tot. Aber guckt euch meine Lebensbalken von dem an. Ist ja abartig. Okay. Das ist eklig. Und unrealistisch, weil kein Blut rauskommt. Aber na gut. War das jetzt so eine Art Boss oder kommen davon jetzt noch mehr? Fühlt sich weniger müde, das ist schon mal gut. Es kann nur einen geben. Und hier kommen wieder Highlander. Nur ein Stein. Und hier höre ich Explosionen. Was haben wir da? Ein NPC, das war der sterbende oder inzwischen schon tote Ritter. Na gut, gehen wir darum, darum und dann hier lang. Die schmeißen wir mal. Oh, das ist ja ein Schalter. Der nicht für die Tür da ist, sondern hier einen Weg aufmacht. Okay. Wie kriege ich das Ding da? Ah, okay. Der Durchgang wird von irgendeinem rollenden Stein geregelt werden. Wir würden hier gern raus. Rollender Stein. Stopp. Da geht's weiter. Wir haben fast keine Lebenspunkte mehr. Ups. Nee, hier kommt bestimmt auch wieder gleich ein Wirbelsturm an, der fliegt, obwohl wir eigentlich zaubern. Ihr habt es gesehen, wir hatten Lebenspunkte. Das war vollkommen unfair. Na gut, also sind wir wieder hier und müssen den Affen wieder töten. Aber da können wir gleich mal die andere Waffe probieren. Gucken, ob der jetzt einen Ticken schneller stirbt. Es kam doch jetzt dafür, oder? Ja, hier um die Ecke habe ich mich erschreckt. Nö, wirklich viel mehr Schaden macht er auch nicht. Da können wir auch wieder auf Schwert zurückwechseln. Der Typ hält einfach nur viel aus. Das ist egal, welche Waffe wir benutzen. Obwohl, ganz kurz können wir nochmal den Speer testen. Schaut so aus, als wenn das ein bisschen mehr Schaden machen würde. Au, au. Jetzt sterben wir noch früher. Nee, 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 nee. Schön nach hinten hochheilen, dann wechseln wir wieder auf Schwert zurück. Der macht zwar anscheinend einen Tick weniger. Du kannst ja auch laufen, während wir zaubern. Was soll denn das? Ah,
Also das Schwert macht zwar einen Tick weniger Schaden als der Speer anscheinend, aber damit treffen wir wenigstens besser. So, jetzt laufen wir noch ein Stückchen weg und heilen nochmal. Ah, sie aber auch garstig. Also die Blutdämonen und diese Biester und die Clowns, glaube ich, auch, konnten sich alle bewegen und angreifen, obwohl wir am Zaubern waren. Hm. Gut, wo bist du gepierst jetzt etwas? Da. Ah. Und wenn man der ersten Attacke ausweicht, kann man trotzdem noch von den zwei danach getroffen werden. Also länger wegbleiben. So, dran. Weg. Boah, beim ersten Mal war das doch nicht so schwer. Was ist denn los? Und da kommt er schon wieder weg, 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 weg. Und dafür ist er gleich tot. Mann, Mann, Mann. Stirb. So, jetzt gehen wir mal zurück zu dem Altar. Und benutzen mal so ein goldenes Symbol. Außer wir haben noch viele von den kleinen, dann benutzen wir die zuerst. So, die hat man noch gar nicht einsortiert. Ja, wir haben drei von den kleinen, dann benutzen wir die drei kleinen mal. Auch wenn die fast gar nichts machen. Aber das ist alles Gewicht, das wir verlieren. Das ist echt ein Lacher. Aber gut, besser als nichts. Hatten wir hier nicht noch irgendwo ein Symbol? Hm, ne? Anscheinend nicht. Also gut, jetzt müssen wir wieder in den Bereich, wo diese Wirbelwinde waren. Und da einfach zwischendurch ein, zwei Heiltränke trinken. Es kann nur einen geben. Und dann halt warten, bis die richtige Tür aufgeht, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber jetzt wissen wir ja ungefähr, wo die sind. Also erstmal den Schalter drücken, dann geht die erste Tür auf. Oder die erste Wand, besser gesagt. Nämlich hier. Dann ist da die nächste. Und da hinten die nächste. Und da die nächste. Und wir sind durch. Schön, schön. Kein einziger Kanal hat gekommen. Sollten wir eigentlich gleich mal abspeichern, ne? Es kann nur einen geben. Weil diesen dicken Troll da nochmal zu bekämpfen, muss ich mir nicht unbedingt geben. Ihr werdet euch meinen Kopf nicht. Was ist denn los? Warum treffen wir nicht? So. Wo sind wir eigentlich? Da kamen wir rein. Wir haben erst eine von drei Türen abgecheckt. Also von diesen drei Hauptkorridoren, nenne ich es mal. Ja, verspricht groß zu werden hier. Und noch eine Druckplatte. Haben wir den Sacktest? Nö, dann müssen wir wohl ein Steinchen hier lassen. Also so ein Block. Wie viel haben wir davon noch? Oh, nicht viele. Ja, hierher zurück wollte ich nicht unbedingt nochmal. Ja, hilft nichts. So, dadurch ist die Tür jetzt wieder aufgegangen. Sonst wären wir hier auch gar nicht rausgekommen. So, Schild wieder ran. Eine Heilung. Oh, oder die Tür geht doch von dem Stein draußen auf. Ah, wofür ist die Druckplatte da hinten dann? Hm, na gut. Für irgendwas wird die schon da gewesen sein. Jetzt lassen wir sie wieder raus. Und wir laufen vor dem Wirbelwind weg. Hoffentlich schnell genug. Oh, stimmt, den haben wir vergessen. Du kommst mit. Rauf, rauf. So, das hätten wir auch erledigt. Da lang. Und wenn wir demnächst noch ein bisschen Schaden nehmen, können wir kurz zurück uns einmal voll heilen. Oh nein. Ja, da werden wir bestimmt Schaden nehmen. Außer ich bin ultra vorsichtig. Und dann dauert es noch länger. Ja.
Wenn er uns noch zweimal trifft oder so, zwei, dreimal gut trifft, dann sind wir auch tot. Und er schlägt dreimal zu, also. Boah, die Geräuschkulisse ist ja fast so nervig wie die Clowns in der Mine. Wie viel hast du noch? Ah, nicht mehr viel. Schwach und unbeweglich. Das heißt, weniger Schaden und seltene Treffen. Gut, ab zurück zum Altar. Werfen wir kurz so ein goldenes Dingens ein. Und dann muss ich nicht pausieren. Wo seid ihr? Ah, jedes Mal der falsche Sack. Der ganz falsche Sack. Da, ja, wir haben jede Menge davon. Und einmal 15 Minuten gespart. Ich wünschte, das ging in Real Life. Irgendwas benutzen und man hat 15 Minuten mehr Zeit. Für was auch immer. So, hier war ein Block. Was ist das da? Eine Truhe. Ich guck gerade, wo wir den Block hinschieben könnten, wenn wir von der anderen Seite schieben. Aber wir können von der anderen Seite gar nicht schieben, weil da auch ein Block ist. Heißt, wir könnten uns hier durchschlagen. Aber das sollten wir erst machen, wenn wir den Rest erforscht haben. Vielleicht brauchen wir die Blöcke noch für irgendwas, also zumindest einen von den beiden. Oh, mehr Highlander, komm her. Oh, und das sind Truhe. Schön, schön. Ihr werdet euch meinen Kopf nicht nehmen. Und ein bronzener Skelettschlüssel. Also bisher hier in dem Dungeon zwei verschiedene Schlüsselarten. Das ist ja noch recht übersichtlich. Dich tun wir mal dahin. Oh, der hier ist immer noch aus der unterirdischen Stadt, ne? Aber da hatten wir doch alle Türen aufgekriegt. Komisch. So, oh, zwei Truhen. Heiltrank, schon mal gut. Und ein Rasereitrank ist nicht so gut. Obwohl wir die langsam mal ausprobieren könnten, oder? Wir haben da schon recht viele von. Also, ohne zu gucken. Da sind die Waffen drin, da sind die magischen Sachen drin. Der ist leer. Ah, ich bin so gut. So, also der macht Wüten gefallener Helden. Also erklärt nicht, was es genau macht. Dann nehmen wir davon einfach mal einen in die Hand. Und wenn der nächste Gegner kommt, trinken wir das Ding einfach. Am besten bei so einem Droll. So. Da hatten wir schon geguckt. Da kommen wir nicht hin. Und der Stein wird einfach nur dafür da sein, eine von den Wänden aufzumachen, wenn nicht sogar alle. Also können wir jetzt da und dann noch weiter. Schauen wir doch mal nach. Ah, das Ding dreht sich ja. Schauen wir doch mal nach da, wo wir zuerst rauskommen. Wo wir noch nicht waren. Ah, okay. Aber ich komme hier nicht durch, weil ich schon mal drauf getreten habe. Ja, richtiger Zeitpunkt und wir sind in die Ecke gedrängt. Okay. Das erinnert sich jetzt so ein ganz kleinen bisschen an Doom. Da war das Quake. Wo man auch in so eine Raserei verfallen konnte. Und der mit bloßen Händen Leute getötet hat. So, Heiltrank, Heiltrank. Und weiter. Ja, Hammer. Der bringt richtig was. Okay. Möglichst schnell weiter, um mehr zu töten.